Wir lesen heute die Versen 7 bis 14 aus dem ersten Korintherbrief. Da stellt der Apostel Paulus die Frage: Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben: Du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsertwillen? Ja, um unsertwillen ist es geschrieben: Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben, und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Wir müssen immer wieder feststellen, liebe Geschwister, es ist doch ein großer Prozess des neuen Denkens, wenn Menschen zusammengefügt werden in der Gemeinde Jesu. Man hat ja eine Prägung, nicht? So wie wir das manchmal gesagt haben, bestimmte Dinge stehen irgendwo und wenn wir sie suchen, greifen wir genau in diese Richtung. Und wenn es nicht dort steht, wir haben es vielleicht woanders hingestellt, sind wir enttäuscht. Wir sind Gewohnheitsmenschen in unserem Fleisch, passiert vieles einfach aus Gewohnheit. Die Kinder werden schon so erzogen, immer dasselbe zu machen, morgens auch eine bestimmte Toilette an sich gedeihen zu lassen und so weiter. Ohne dem geht es dann nicht. Und so ist die korinthische Gemeinde, aber wie auch alle Gemeinden, plötzlich herausgerufen worden aus einem Gewohnheitsleben, einem Gewohnheitsablauf. Und nun sind sie in die Gemeinde gekommen, da geht alles ganz anders zu. Gar nicht mehr so nach der Gewohnheit in der Welt, wie man sich verhalten soll. In der Welt musste man sich profilieren, musste eine gewisse Form von Leistung bringen, bestimmen musste man. Ja, und man forderte sogar in der Welt: Du musst mir das tun und jenes tun. Das ist das Gebaren in der Welt. Ich habe doch einen Anspruch, da gehe ich zum Amt, die haben mir was zu bezahlen. Und ich stelle einfach die Ansprüche. Und nun kommt man in eine ganz neue Gruppe von Menschen, da geht es umgekehrt zu. Da werden keine Ansprüche mehr gestellt, sondern da ist man hineingesetzt, um zu dienen. Seltsam. Die Korinther mussten das sehr lernen. Aber nicht nur die Korinther, es ist uns ja allen zum Beispiel geschrieben. Zum Beispiel in Kapitel 4 sagte der Apostel Paulus im Vers 7: Wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Mit anderen Worten, hier geht es anders zu. Und wir merkten, in Korinth kamen viele Gläubige gegeneinander, weil sie ein Anspruchsdenken hatten. Du musst so denken wie ich. Ich habe Recht, du hast Unrecht. Und selbst nach Pfingsten, lesen wir in der Apostelgeschichte, ging es oftmals in den Gemeinden so zu, dass man übereinander bestimmen wollte. Es kamen manche aus bestehenden Gemeinden in Jerusalem und sagten: Ihr müsst das tun, so wie wir das denken. Hier ist also nicht eine Begegnung gewesen des Dienens. Ich bin gekommen, dir einfach zu helfen. Und das sollten sie lernen. Und der Apostel Paulus gab sich hier auch
zu einem Beispiel. Er wollte sagen, schaut, wir haben doch Macht, viele Dinge zu tun, aber wir sind gekommen zu dienen. Haben wir denn keine Vollmacht wie die anderen, eine Frau mit umherzuführen? Oder haben wir keine Vollmacht, Barnabas und ich, nicht zu arbeiten? Also er wollte sagen, doch, das haben wir, aber wir wollen in erster Linie dienen. Dienen. Wir wollen keinen Anspruch geltend machen für uns, weil wir jetzt plötzlich in der Gemeinde Jesu sind. Wir wollen nicht in erster Linie, dass andere uns dienen, sondern dass wir ihnen dienen. Das sind Prozesse, die man erst mal lernen muss. Und die Korinther hatten große Schwierigkeiten. Und als Paulus sich auch verabschiedete am Ende der dritten Missionsreise von denen aus Ephesus, da sagte er ihnen ja auch, und wir haben uns das schon gelesen, geben ist doch seliger als nehmen, hat der Herr Jesus gesagt. Also achtet darauf innerhalb der Gemeinde, dass ihr nicht Anspruchsdenken habt, sondern dass ihr Helfende, Segnende, Gebende seid, nicht Bestimmende und auch nicht Verlangende, sondern Dienende, Dienende. Und der Apostel zeigt allerdings auf und sagt ja, auch mit den materiellen Gütern, eigentlich könnten wir das in Anspruch nehmen, denn es steht ja geschrieben, wer das Evangelium predigt, soll sich vom Evangelium nähren. Ihr könntet und ihr müsstet uns eigentlich finanziell unterhalten. Aber wir haben das alles nicht gebraucht. Obwohl also die Pflicht eines jeglichen Gläubigen ist, sein Leben und auch das, was er hat, in den Dienst des Herrn zu stellen. Und die Arbeiter, ich will mal so sagen, die vollzeitlichen Arbeiter im Weinberg des Herrn mit notwendigen Mitteln zu segnen, seien es jetzt die Missionare in Südamerika, seien es die Verkündiger des Wortes, sucht der Herr aber nicht allein diese Gaben, sondern er sucht die Freiwilligkeit, dass jemand freiwillig dienen will und freiwillig geben will, nicht aus Pflichtgefühl. Denn Liebe soll in allen Dingen der Motor sein. Liebe, Dankbarkeit Gott gegenüber, weil ich dankbar bin, deswegen gebe ich. Deswegen diene ich. Und das wollte der Apostel Paulus auch den Korinthern deutlich machen. Ihr sollt einander dienen, nicht aus dem Pflichtgefühl, weil es im Programm steht, sondern weil ihr das gerne wollt, aus Liebe. Ihr habt Sehnsucht danach, dem Nächsten Gutes zu tun. Das ist Gemeinde Jesu und das kannte man zuvor gar nicht. In der Welt geht das ganz anders zu. Da macht man Pflichterfüllung. Ja, was soll ich machen? Gut, mache ich, ja. Aber nicht unbedingt freiwillig, sondern weil es zum gesellschaftlichen Leben gehört, tue ich das und jenes, weil man mir gesagt hat, dass man das tun muss, damit man anerkannt wird. Aber in der Gemeinde Jesu soll es aus Liebe, aus Freiwilligkeit herauskommen. Die Freiheit Christi soll uns nie, soll so gestaltet sein, dass sie nie aus der Abhängigkeit von materiellen Gütern gelebt wird. Der Apostel Paulus wollte auch zeigen, wenn ihr auch eurer Aufgabe nicht nachkommt, dienen wir dennoch freiwillig, auch wenn wir nichts kriegen dafür. Denn die Korinther haben ja Paulus da gar nichts gegeben. Nicht? Es waren andere Gemeinden, die haben die Apostel unterstützt. Die Korinther nicht, die haben in die eigene Tasche gewirtschaftet. Da musste man später zu ihnen sagen, also denkt doch mal auch an die armen Brüder. Ja, in Jerusalem. Und schaut mal, die anderen haben schon ihre Gaben eingelegt, wollt ihr da hinterherhinken? Also man musste erst mal einladen, dass sie das machen. Das kam nicht freiwillig aus dem Herzen, ja? Sie haben das nicht einfach hingetragen, sagen, oh, das wollen wir gerne machen. Also, die Freiheit in Christus zu dienen, soll nicht abhängig sein von der Materie, von den Zuwendungen oder Nicht-Zuwendungen. Gott sucht ja den Ausdruck unseres Lebens und Gabens durch die Dankbarkeit. Ich frage mich dann auch immer täglich, bin ich dankbar, dass Jesus mich erlöst hat?
Und wenn ich das von Herzen bejahen kann, jeden Tag, ich bin dankbar, ich kann mir nichts Besseres wünschen, dann macht sich in mir etwas auf, dass ich gerne auch dem Nächsten dienen möchte. Aus der Dankbarkeit, weil Gott in Jesus mir gedient hat. Da muss mich gar keiner auffordern, dies oder jenes zu tun. Ich will es gerne tun, aus der Dankbarkeit, dass ich erlöst worden bin. Und aus dieser Dankbarkeit heraus sollte auch im alten Bund, und entstand es auch, der Zehnte von allem gegeben werden, was man hatte. Es begann ja bereits schon bei Abraham, der so dankbar war über den Sieg, den er erringen durfte, wo er seinen Neffen Lot befreien konnte. Wir kennen ja diese Geschichte, nicht, dass da mit dem König von Sodom und Gomorra andere kämpften, und dann haben sie auch noch Lot und seine Familie, der sich ja da in Sodom untergebracht hat, ja, mit verschleppt. Und dann hat sich Abraham aufgemacht und hat mit seiner kleinen Kraft, aber unter Gebet, sich diesen starken Königen gestellt und hat ihn quasi die Beute wieder entreißen dürfen. Und dann kam er nach Hause, und in 1. Mose 14, Vers 18, da heißt es dann folgendermaßen, 1. Mose 14, da kam also, als das Gespräch war, als er wieder zurückkam und so weiter, der Melchisedek, der König von Salem, ihm entgegen. Er wusste gar nicht, wo der herkommt, ja. Er trug Brot und Wein heraus, das sind ja bereits schon vorgeschattet, diese Zeichen der Erlösung, Christi Leib und Christi Blut, ja, wie wir es ja im Abendmahl immer wieder dankbar annehmen. Dieser war ein Priester Gottes des Höchsten, und er segnete den Abraham und sprach: Gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und dann war Abraham dankbar. Da heißt es, und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Einfach aus Dankbarkeit. Hier heißt es nicht, und deswegen musst du mir jetzt den Zehnten geben. Sondern er gab ihm den Zehnten. Aus Dankbarkeit. Und wir lesen es auch weiter dann bei Jakob. Nicht? Jakob hatte ja auch eine schwere Phase. Seine Mutter hatte ihn zum Betrug angestiftet. Er sollte sich als Esau zurechtmachen, um den Erstgeburtssegen zu erlangen. Die Mutter hatte Angst, dass das nicht wird, dass eben der Esau, der ja so wild war, nachher den Erstgeburtssegen bekommt. Und Jakob ließ sich darauf ein, aber es kam nachher raus, und er hatte Angst vor seinem Bruder Esau, musste abhauen. Er musste weggehen, damit er nicht getötet wird, und seine Mutter hat ihn auch noch dort ermutigt: Geh weg, geh nach Norden zu meinen Verwandten. Und da lesen wir dann in 1. Mose 28, als Jakob dort geschlafen hatte unterwegs und hat die Himmelsleiter gesehen und die Verheißung Gottes dort gehört, hat die Engel auf und nieder steigen gesehen. Da heißt es dann in Kapitel 28, Vers 20, wo er sagt: Jakob tat dann ein Gelübde und sprach: Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Also Gott soll ihn segnen, und er will aber dankbar sein und etwas tun. Und dieser Stein, auf den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Also auch ein Ausfluss der Dankbarkeit für das, was Gott ihm geben wird und was er empfangen darf. Dann bin ich doch frei, und ich will dann das hingeben, was dich ehrt. Ja? Das war so. Auch wenn später der Zehnte aller Güter Israels an die Leviten gegeben werden sollte für den Dienst im Tempel,
war es nur eine Bestimmung des Verwendungszwecks. Das sollte nicht den Menschen gegeben werden, immer Gott gegeben werden. Alles, was man aus Dankbarkeit tut, sollte Gott gegeben werden, ja? Denn es heißt ja in 4. Mose 18, Vers 21, weil die Leviten ja ausgesondert worden sind, um Gott zu dienen, sollten eben der Zehnte im Verwendungszweck für den Gottesdienst sein. Da heißt das, den Söhnen Levi habe ich alle Zehnten gegeben in Israel zum Erbgut für ihr Amt, das sie an der Stiftshütte ausüben. Ich habe den Zweck dafür bestimmt, für den Zehnten, der mir gegeben ist, spricht der Herr. Und der Zweck ist, dass sie mir dienen an der Stiftshütte. Also die Gaben wurden immer Gott gegeben, immer Gott gegeben. Denn auch Levi, so steht es ja auch im Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 9 und 10, Levi war ja schon bei der ersten Segensgabe, die Abraham, Melchisedek gab, noch in den Lenden von Abraham und hat sozusagen mit den Zehnten gegeben, alle, die danach kamen. Ja, auch Levi war nicht einer, der bloß genommen hat, sondern auch ein Gebender, aber dann wurde dies ihm wieder zur Verfügung gestellt, damit er Gott dient. Also, alle Gaben gelten dem lebendigen Gott und nicht den Menschen. Und das sollte auch Gemeinde Jesu gelernt haben. Einfach, dass sie sagen, wir wollen Gott dienen. Wir wollen kein Anspruchsdenken an die Menschen haben. Wir wollen ihnen auch nicht befehligen, was sie zu tun haben, sondern wir wollen ihnen dienen, weil Gott uns gedient hat und Gott will, dass wir ihnen dienen. Alle Gaben gelten dem lebendigen Gott und nicht den Menschen, auch wenn diese, das heißt die Menschen, dadurch gesegnet werden. 3. Mose 27 lese ich nochmal, Vers 30 und 32, da heißt es, alle Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, alles, was unter dem Hirtenstabe durchgeht, jedes Zehnte davon soll heilig sein dem Herrn. Also die Zielrichtung war vorgegeben. Dankbarkeit für den Segen und Abgabe an den Herrn. Dass das dann auch für Menschen eingesetzt wird, das ist zweitrangig. Aber immer dienen vor dem Herrn, verstehen wir? Kollekte sammeln wir auch nicht für Menschen, sondern immer nur für die Sache des Herrn. Und das Wunderbare ist natürlich, dass im Neuen Testament nicht nur dadurch, dass Jesus Christus die Gemeinde erlöst hat, und zwar ganz erlöst hat, für den Himmel, nicht nur für die Erde, so wie Israel einst für die Erde als Dienstvolk erlöst war, aber jetzt in Jesus Christus alle für den Himmel erlöst sind, dadurch ist nicht nur der Zehnte dem Herrn zu geben, sondern der ganze Mensch. Und alles, was er hat, alles ist unter der Regie Gottes, unter der Regie des Erlösers. Somit also eine Ganzhingabe. Auch das wollte der Apostel Paulus hier deutlich machen. Das ist ein Unterschied jetzt. Ihr Korinther, ihr Gemeinde, ihr habt auf nichts mehr und braucht auf nichts mehr einen Anspruch zu haben, weil ihr und alles, was ihr habt, eurem Erlöser gehört. Und er bestimmt, wie ihr damit umgeht. Ihr dürft beten, Herr, was soll ich damit tun und jedes tun? Wie soll ich das einteilen? Und so weiter. Und dann gibt der Herr Impulse und setzt plötzlich frei, da gibst du was, dort gibst du was. Das haben wir uns gar nicht vorgenommen. Das passiert dann plötzlich, ja? Jesus Christus ist für uns zur Erlösung gestorben und hat den Tod überwunden, ist auferstanden von den Toten, damit er, wie steht es im Römerbrief, über Tote und Lebende, dass er der Herr sei. Der Herr sei. Er ist jetzt der Bestimmende über allen Dingen. Darum auch im 12. Kapitel vom Römerbrief, wo Paulus sagt, das ist euer vernünftiger Gottesdienst, dass ihr eure Leiber
Ja, und mit den Leibern natürlich alles, was materiell dazugehört, denn nur der Leib braucht die Materie. Die Seele braucht die Materie ja gar nicht. Die kann gar nicht essen davon, ja, die wird nicht satt davon, sondern nur der Leib. Begebt eure Leiber zum Opfer. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und damit ist integriert alles, was zu dem Leib gehört. Alles zum Opfer. Aber das sollten die Korinther erst neu lernen und bedenken. Ach, das geht ja jetzt ganz anders zu. Ich kann ja auch nicht mehr hingehen, wo ich denke, sondern da, wo der Herr will, dass ich hingehe. Ich kann nicht mehr wohnen, wo ich wohnen will, sondern wo der Herr sagt, dass ich wohnen soll. Denken wir mal an Abraham. Der konnte auch nicht mehr da wohnen bleiben, wo er wohnte. Der Herr sagt, pack deine Sachen, komm, jetzt gehst du. Du weißt zwar noch nicht wo, aber ich werde dir schon zeigen, wo du wohnen sollst. Und er packte die Sachen, die notwendig waren, nahm sie mit und ging. Und wusste gar nicht, wo er hinkam. Das heißt, ja, bestimmt auch der Herr, wo wir hingehen. Und wenn wir jetzt von Missionaren gesprochen haben, ich kann euch versichern, denn wir haben mit manchen Missionaren auch Gespräche, bevor sie rausgingen in die äußere Mission, Gespräche führen müssen, um auch festzustellen, ob der Herr sie gerufen hat oder ob sie sich selber gerufen haben. Es gibt ja viele, die rufen sich selber. Aber und da, wo wir es nicht gemerkt haben oder nicht die Gespräche vorher führen konnten, die sind dann nach einer Zeit wieder nach Hause gekommen. Völlig kaputt. Die konnten gar nicht bestehen in der Missionsarbeit, weil sie nicht vom Herrn gerufen waren. Die haben sich selber dort, ja, die haben auch ihre Vorstellungen gehabt. Ein Ehepaar, die war auch hier bei uns in der Gemeinde war, dann fragte man sie ja, was stellt ihr euch denn vor? Was wollt ihr denn da machen in der Mission? Ja, erstens brauchen wir mal einen Wohnwagen, damit wir jetzt nicht also so mit den anderen zusammen, das geht nicht und so. Aha, einen Wohnwagen wollt ihr haben. Und was noch? Und dann kam so einige, ja, da seid ihr nicht berufen. Seid ihr nicht berufen, die hat man nicht rausgeschickt, ja. Und andere, das tat uns später dann leid, da hatten wir jetzt nicht so den Kontakt im Gespräch, aber andere haben sie dann einfach angenommen aus der Not, wir brauchen Missionar. Naja, aber sagten wir, das geht doch nicht, schaut mal, die verkaufen alles, ihr Haus, alles geben die hin. Und wenn die dann nicht Gerufene sind, ja was macht denn ihr mit denen, wenn die zurückkommen? Die haben nichts mehr. Ja, dann haben sie so irgendwo eine Fabrik geschickt, ja, aber das ist nicht die Lösung. Deswegen, man muss ja gerufen sein für bestimmte Dienste. Man kann nicht mehr als Kind Gottes machen, was man will. Will man ja auch gar nicht. Aber das muss man erst lernen. Eigentlich, am Anfang will man das noch. Bestimmen. Herr, mach dies, Herr, mach jenes und so weiter. Und alle anderen müssen Spuren in der Gemeinde und mir zur Seite stehen, damit das auch realisiert wird. Ja, so geht das nicht. Und Paulus wollte das auch deutlich machen. Der Herr ist doch Herr jetzt über euch. Er hat euch erlöst. Hier verstehen wir auch das, was Jesus sagte zu den Jüngern und zu denen, die ihm gerne nachfolgen wollten, in Lukas 14, 33. Da sagt er dieses Wort, Lukas 14, 33, ich habe es gleich, damit ich es nicht aus dem Kopf zitieren muss. Ein jeder unter euch, der nicht lossagt sich von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Damit wollte der Herr ja nicht sagen, dass man grundsätzlich alles verkaufen muss. Aber das Herz muss gelöst sein. Kein Anspruchsdenken mehr im Blick auf die Materie, die man selber hat, sondern der Herr ist der Herr darüber. Dann wird alles plötzlich leicht. Und Paulus sagt, naja, dann wird auch das leicht, dass ihr die Brüder und Apostel segnet mit euren Gaben, die ja euch das Evangelium verkündigen. Denn was ist es denn für ein Großes, wenn sie euch das Geistliche sehen, dass ihr das Leibliche ihnen gebt? Ja, das ist ja so winzig klein dagegen. Ne? Das Geistliche, das gibt da Leben und ihr gebt ein bisschen tote Materie dazu. Ja. Hier verstehen wir das, was der Herr Jesus sagt. Und das ist im Übrigen auch ein Schlüsselwort bei unserer Bekehrung gewesen, eins von mehreren Worten. Wer nicht allem absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein.
kann mir einfach gar nicht dienen, weil er immer irgendeine Sache hat, die er nicht bejaht. Na, aber Herr, wir wollen doch, ja, ich muss doch erstmal nach Hause und ich muss doch meinen Vater begraben und naja, und ja, dann geht das nicht. Dann bleib gleich zu Hause. Nicht? Dann kannst du nicht folgen. Das war uns damals sehr deutlich. Jetzt hat der Herr das Sagen. Und da entspringt plötzlich auch ein neues Wesen, das Wesen des Dienens und der Liebe. So dient also alles, was wir haben, dem Herrn, nach dem, wie er es einsetzen will. So wie mit dem Zehnten. Er hat bestimmt, was damit gemacht werden soll. In seinem Tempel. Da soll das jetzt eingesetzt werden. Wenn also, so sagt der Apostel Paulus, der Kriegsmann, ja auch der Soldat, nicht auf eigene Rechnung in den Krieg zieht, das wissen wir von unserer Soldatenarmee, die werden ja alle unterhalten, nicht? Die bringen ja nicht ihr eigenes Geld mit und sagen so, wir kaufen uns mal jetzt die ganze Ausrüstung hier und so weiter, um jetzt das Volk hier zu verteidigen. Sie werden ja unterhalten. Also ein Kriegsmann, so sagt er, geht nicht auf eigene Rechnung in den Krieg. Und dem Ochsen, der da drischt, ja, dem verbindet man auch nicht das Maul, der muss ja auch mal was fressen, nicht? Haben wir gelesen, Vers 7 und 9, ich lese es nochmal, 1. Korinther 9, 7 und 9. Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt ein Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Vers 9, denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden, sorgt sich Gott um die Ochsen. Also mit anderen Worten, nein, er sorgt sich doch um seine Gemeinde und will das als Beispiel geben. Ja, hier sind Mäuler zu stopfen, die in der Mitarbeit dienen, einfach dienen. Brüder und Schwestern sollen, wo sie in mancherlei Aufgaben stehen, einfach getragen werden. In den Worten zuvor im Korintherbrief lasen wir ja auch von Schwachen, die getragen werden soll durch die Stärkeren. Sie sollen nicht befehligt werden und bestimmt werden, sondern einfach ergänzt werden. Zumal es ja ein geringes ist im Blick auf das, was man empfangen hat. Wir haben immer mehr von Gott empfangen, als dass wir je geben können. Immer mehr. Das Geistliche steht über allem, so dass wir sagen können, ich kann selig sterben. Wer kann denn das sagen? Der kann ja eine Million haben und kann es vielleicht nicht sagen. Das ist doch so wertvoll, das steht ja über allem. Wie Paulus sagt, Christus ist mein Leben, sterben ist mir Gewinn. Ja, wer kann denn das sagen? Das kann doch nur einer sagen, der so beschenkt ist, der da weiß, ich habe einen Platz in der Herrlichkeit und alles andere ist untergeordnet. Ja, da verliert man nichts, da kann man auch nichts irgendwie sich erarbeiten oder beziehungsweise selbst fundamental etwas geben. Das steht alles oben drüber. Christus ist mein Leben und jeder Tag ist ein Leben mit ihm. Er bestimmt es und er holt uns einfach aus dieser Welt in die Ewigkeit, wann er will. So hatte ja dann auch Paulus an Timotheus geschrieben. Er soll einfach treu sein. Einfach treu. Er soll jetzt auch nicht danach fragen, was ihm wird. Und er soll das also auch weiter berichten und sagt hier in 2. Timotheus 2, Vers 6, es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als Erster genießen. Also da, wo man dann auch gebraucht wird in der Arbeit, soll man auch davon leben und es genießen dürfen. So wie die Leviten, die ja etwas bekommen haben, zum Dienst vor dem Herrn sogar davon auch essen durften. Sie wurden gleich miternährt, nicht? Das ist so ein geistlich neuer Weg, den man gar nicht in der Welt kennt, den man neu erst erfassen und erfahren muss. Der Herr Jesus weist darauf hin und sendete seine Jünger in diesem Glauben aus.
Menschen zu unterweisen. Und was sagte er zu ihnen? Macht euch keine Sorgen, jeder Arbeiter ist seiner Speise wert oder seines Lohnes. Ich lese mal die zwei Stellen, einmal Matthäus 10, Vers 10, da geht es um die Speise, da noch nicht mal um einen gewissen Lohn, sondern einfach um die Versorgung, ja, die vielleicht doch notwendig ist auch, dass ja auch ein bisschen was zu essen da sein muss. Nehmt keine Reisetasche mit, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch kein Stecken, denn ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Wenn ihr in eine Stadt und ein Dorf geht, da erkundigt euch, ob jemand darin ist, der es wert ist und bei dem bleibt, bis ihr weiterzieht. Denn ihr seid der Speise wert. Und in Lukas 10, Vers 7, da sagt der Herr auch, in demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also mit anderen Worten, hier wird nicht vorab finanziert, sondern hier geht man los zum Dienen und der Herr sorgt dann dafür. Das haben wir ganz praktisch auch erlebt. Der Herr hat erstmal alles so reduziert, ja, und sagt so, jetzt bin ich dran, ihr nicht mehr. Ja, aber wo, wie, war, das haben wir nicht gewusst. Und der Herr hat das schrittweise gemacht, schrittweise, bis zum heutigen Tag, schrittweise, so dass man nur staunen kann, es ist niemals unser Verdienst, sondern immer der Herr. Und das galt es wieder ganz neu hier zu entdecken. Das Anrecht darauf zeigt auch der Apostel im 13. Vers. Er sagt also, wenn wir unterwegs sind für den Herrn, dann ist das ganz klar, dass der Herr, unser Herr, uns auch versorgt. Wisst ihr denn nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren. Nicht im Anspruchsdenken, sondern in der Begleitung, dass ihnen etwas zuteil wird. Wer gibt, der wird gesegnet. Unsere Freiheit in Christus beinhaltet also auch das Geben zum Werk des Herrn. Das ist Freiheit. Wer das tun kann, das ist frei. Keine Pflichtübung, sondern von Herzen. Und das ist unterschiedlich. Wir sagen ja manchmal, oder jemand sagt mir, weißt du, ich habe auf dem Herzen dieses Missionswerk oder jenes zu unterstützen, hab doch Verständnis nicht, dass ich das nicht in die Gemeinde so im Vollen, sage ich, das ist doch egal. Wenn du weißt, du sollst es machen, dann gib es dorthin. Wer sind wir denn, dass du sagst, gib es uns? Nein, gib es dorthin, wo du es hingeben sollst. Und wenn der Herr auch sagt, dass es mal in die Gemeinde ein wenig geben, na, dann tu das auch. Aber du bist frei, das ist Freiheit, geführt sein, wo der Segen auch durch die Materie fließen soll. Mit dem Geben hat Gott sogar Verheißungen verbunden. Also nicht nur, dass jemand freiwillig etwas gibt, sondern er sagt, wenn du das dann tust, ja, dann gebe ich dir noch mehr obendrein. Dazu, nicht? Wir lesen das zum Beispiel im Propheten Maleachi, wo zu dem Volk Israel das ja gesagt worden ist, die angefangen haben, für sich nur zu sorgen, ihre Häuser zu bauen, ja, ihre Umgebung schön zu machen, aber das Werk des Herrn haben sie gar nicht mehr so betrachtet. Und da heißt das dann im dritten Kapitel, Maleachi 3, Abvers 10 zum Beispiel, bringt die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf dass in meinem Haus Speise sei, und prüft mich. Prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch denn nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle, die Fülle. Und ich will um euretwillen dann den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht mehr verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Also da, wo ihr in der Freiwilligkeit bleibt, so wie ihr es begonnen habt, dann werde ich noch obendrein euch doppelt und dreifach segnen. Gar kein Thema.
für Kinder Gottes. Das ist einfach ein Normalzustand. Normalzustand. Aber den gilt es zu erfahren im Vertrauen zu dem, der uns erlöst hat. In 2. Korinther 9, wiederum ja ein Brief auch an diese Gemeinde zu Korinth, Vers 6 bis 11, wird auch von der Vermehrung des geistlichen Segens gesprochen für die, die im Segen säen und die fröhlich geben. Ich lese mal 2. Korinther 9 ab Vers 6. Ich meine dies: Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der den Samen, den Sämann gibt und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein, in allen Dingen zu geben, in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Also wir spüren, wie der Apostel versucht, den Korinthern das so schmackhaft und deutlich zu machen, sich auf den Herrn zu verlassen und zu erkennen, ihr seid nicht mehr wie früher. Früher musstet ihr alles selber regeln, aber jetzt regelt der Herr es für euch, dem ihr jetzt angehört. Er hat euch erkauft zu seinem Eigentum. Warum sollte er sich nicht um euch kümmern, wenn ihr ihm gehört? Und ihr betet darum, dass ihr Weisheit bekommt, wie, wo und was ihr tun sollt. Alles im Dienen, alles aus Dankbarkeit. Den wahren Reichtum hat man nur nicht durch das materielle Gut, sondern durch den Segen Gottes. Auch hier steht schon im Alten Testament, ich lese mal dazu aus dem Buch der Sprüche etwas. In Kapitel 13, Vers 7, Sprüche 13, Vers 7, da heißt es: Mancher stellt sich reich und hat nichts, mancher stellt sich arm und hat großes Gut. Oder anders übersetzt: Mancher ist arm bei großem Gut und mancher ist reich bei seiner Armut. Reichtum ist nicht die Materie bei den Kindern Gottes, sondern der Segen Gottes zum Leben aus ihm und für ihn. Das ist Reichtum, zu wissen, wo man hingehört. Sprüche 10, Vers 22 auch noch dazu. Da heißt es: Der Segen des Herrn allein macht reich. Der Segen des Herrn allein macht reich. Und nichts tut eigene Mühe hinzu. Ich bin immer wieder sehr dankbar. Also es gibt ja Brüder und Schwestern, die auch mit Materie sehr gesegnet sind. Und wenn ich dann das mal so beobachte oder höre, wie sie mit der Materie, könnte ich gar nicht wahrscheinlich umgehen mit so viel, was die dort haben. Ja, wenn einer eine Million hat oder zwei, also ich wüsste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ich würde lieber sagen, ein bisschen weg, sollen anderes machen. Die haben die Weisheit, damit wunderbar umzugehen, zu segnen. Und sie freuen sich dabei sogar. Die freuen sich, die haben nie einen Verlustgedanken im Kopf. Also ganz erstaunlich, und sie sind mir da immer ein großes Vorbild, wenn ich das ansehen darf, wie sie damit umgehen. Und welche Herzenshaltung sie dazu haben. Gar nicht irgendwie verbissen, verkniffen oder dass man sagt, na ja, nun habe ich so viel, nun muss ich ja mal was geben. Das ist bei denen gar nicht so. Das ist so einfach, klingt das alles, wie sie damit umgehen. Und das ist eine große Freude. Auch für die, die da was empfangen. Sie merken, dass sie keinen Druck aufgelegt bekommen, weil sie etwas bekommen haben. Jetzt müssen wir ja auch dem besonders da was. Gar nicht. Sie werden beschenkt, danken Gott.
Der Apostel Paulus hat seine Freiheit in Christo so gebraucht, um sich von den normalen Gaben der Korinther freizuhalten. Er sagt also, ich, trotz alledem, eigentlich steht es mir zu, aber ich nehme von euch nichts, sondern ich möchte gern, dass ihr diese Freiheit mehr nutzt. Denkt an die anderen Apostel, denkt an die Glaubensgeschwister. Glaubensfreiheit ist doch eben zu segnen und zu geben. Das Evangelium soll nämlich nie belastet werden, ob der materiellen Dinge. Wer, und so geht es ja dann auch weiter, einen Auftrag hat, soll ihn ausfüllen, egal ob er was dafür kriegt oder nicht. Einfach ausführen, denn wir gehören dem Herrn und er weiß ganz genau, was nötig ist. Ich habe es euch ja manchmal schon gesagt, wir sind manchmal in den Missionsreisedienst nur gefahren mit dem, was wir gerade im Tank hatten. Wir wussten gar nicht, wie wir wieder nach Hause kommen. Aber der Herr wusste es. Aber wir wussten, dass wir da hinfahren sollen, dass wir da singen und predigen sollen. Das wussten wir. Nun haben wir das einmal gemacht. Und siehe da, wir sind tatsächlich wieder nach Hause gekommen. Irgendwie hat der Herr das so immer geregelt, nicht? Der Bruder Malgo sagte dann, er erkundigte sich manchmal, wenn wir in Holland waren, na, habt ihr das auch gekriegt? Die Holländer sind so geizig. Sagte, sag ich, nee, wir sind wieder nach Hause gekommen. Ja, also einfach, weil der Herr die Herzen bewegt, er weiß doch, wenn er uns sendet, dass wir auch auf dem Weg das Nötige brauchen und dass wir wieder nach Hause kommen müssen. Paulus hat also hier seine Freiheit darin gesehen, dass er sagt, so, ihr habt es bisher nicht freiwillig gemacht, ihr seid jetzt nicht verpflichtet, ihr Korinther, an mir was zu geben. Ja, andere sorgen schon für mich. Ich mache meinen Dienst trotzdem. Der Herr hat mich gerufen, um euch zu segnen. So wollte er das sagen. Wir sollen also auch trotz persönlicher Nachteile, und wir haben ja im Kopf oben gelesen, im 1. Korinther 9, wo er sagte, folgendes hat er gesagt, hier Vers 5, Kapitel 9, in 1. Korinther 9, ja, das muss ich uns noch mal lesen, da sagt er in Vers 3, denen, die mich verurteilen, also da waren ja immer welche, die haben mal so geguckt, nicht, was der macht, die mich verurteilen, denen sage ich das so, haben wir nicht das Recht zu essen, zu trinken, haben wir nicht das Recht das und das zu tun, doch wir haben das Recht. Also hier sprach er besonders zu denen, die kritisch guckten und ihn verurteilten. Und deswegen hat er sie jetzt nicht eingeladen dazu, dass sie ihm etwas geben, sondern er wollte frei bleiben, in der Freiheit seinen Dienst tun. Aber sie sollten lernen, dieses neue Leben in der Gemeinde Jesu für sich kennenzulernen und in Anspruch zu nehmen und Diener zu werden. So auch für uns, wir sollen trotz persönlicher Nachteile unserem Nächsten zum geistlichen Wachstum den Freiraum geben, indem wir ihn nicht beschweren, denn Jesus Christus allein ist unsere Sicherheit. Soweit zu diesen paar Versen, die uns sicher auch so manches zu sagen haben oder neu bestätigen, was wir schon längst wissen. Ja, aber das braucht es heute in der Gemeinde Jesu genauso. Wir wissen überall, es geht oftmals immer ums Geld. Aber Gemeinde Jesu ist nicht der Platz, wo es ums Geld geht, sondern da geht es um die geistliche Haltung, um das neue Leben. Dass da Geld noch drumherum fließt, ja, da bewegt der Herr die Herzen. Nicht deswegen haben wir auch bei uns gesagt, wir erheben zum Beispiel auch für die Gemeinde keinen festen Mitgliedsbeitrag. Jeder steht vor dem Herrn, wer was geben soll, der gebe was. Ja, da brauchen wir nicht hier irgendwelche Regeln aufzustellen, das und das hast du zu geben. Nein, jeder tut das, wozu ihn der Herr bewegt. Das ist die Freiheit in Christo. Soweit zu diesen Versen. Wir nehmen uns wieder.